Es gibt wieder neue Dashboard-News. Ob sie wirklich so interessant sind, vermutlich nicht, weil sie ja vor dem Upload unseres Videos bekannt geworden sind. Aber trotzdem haben wir ein paar interessante Themen für euch, also bleibt einfach dran. Servus, grüß euch und hallo zur 127. Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Blob Tobi. Servus. Servus. Heute hat es wieder besser geploppt. Ich habe geübt am Wochenende. Ja, wir haben in den Kommentaren gelesen, du sollst dir ein, was war es, Flensburger Bier besorgen. Ja, sehr gerne. Ich werde schauen, wo ich das bekomme. Ja, du hast eh wahrscheinlich bei dir in der Nähe irgendwo so ein extra Getränkemarkt oder irgendwas. Ja, gibt's. Oder irgendwas extra exotische. Ob man das Flensburger Bier bekommt, weiß ich nicht. Aber ich werde mal einen Ausflug machen und schauen, ob ich was bekomme. Ich müsste sowieso ein bisschen mehr ausgefallenere Biere verkosten. Das wäre ganz nett. Aber ich trinke gerne mein Stiegl, mein Helles. Das ist unproblematisch. Das gibt's in jedem Supermarkt bei uns. Und es macht schön Blob, meistens. Genau, aber ich möchte das dann mit so einem, zum Ziehen, sowieso handgranatenmäßig. Werden wir auch auftreiben was. Wie geht's dir, wie war dein Wochenende? Warst du draußen an der frischen Luft? Na, ich war fleißig, ich habe Videos hochgeladen. Du? Ich war wandern und schwimmen und an der frischen Luft mit der Family unterwegs. Du warst im Grünen und ich habe ein Video über Grünes gemacht, das man verkaufen kann. Ja, genau. So haben wir beide zumindest ein bisschen die Natur erlebt. Wahrscheinlich mit mehr Zukunftsperspektive auf Einkommen. Ich eher so auf Freizeitgestaltung. Aber so ist es halt leider meistens bei uns, dass du deinen Fokus auf die Arbeit setzt und ich lieber auf die Freizeit. Du lebst aber dann wahrscheinlich gesünder als ich. Ja, wenn man es am Abend dann nicht übertreibt, sondern lieber dann früh ins Bett geht, damit man am nächsten Tag dann schön frisch ist und wandern kann. Na, war sehr schön. Wir haben tolle Wanderungen gemacht und waren am See schwimmen, wieder mal in der Steiermark. Und sehr schön. Ein richtiger Bergmensch bin ich geworden. Bergmensch? Das darfst du nicht zu laut sagen, sonst was der wird gleich das Video gestrikt. Wir haben gleich abgewahrt. Da kann ich wieder bitten und betteln dann bei den Typen von Bergmensch, dass sie uns ja nicht abmahnen. Na, Spaß, so schlimm sind es dann auch nicht. Wir haben ein paar Themen, die nicht so interessant sind, aber doch. Doch, ich glaube, die letzte News-Nachricht ist irrsinnig interessant und könnte das Print-on-Demand-Business revolutionieren, also unbedingt dranbleiben. Es ist wirklich eine Top-Nachricht. Hast du das nicht vor zwei Episoden auch schon gesagt? Ja, es war so eine ähnliche Nachricht. Jetzt aber hat es noch mehr Hand und Füße bekommen. Ich weiß nicht, was das vor zwei, drei Folgen war, aber es geht auch wieder. Es ist ungefähr dieselbe Nachricht neu, noch einmal neu aufgelegt. Ah, okay. Also ihr dürft gespannt sein. Der Siege weiß nämlich selber nicht, weil er natürlich sich nicht meine Notizen durchgelesen hat. Deswegen hat er es auch im Intro nicht angekündigt, aber ja, ich hätte auch selber das Intro mal machen können. Genau, ich habe es dir angeboten. Ich habe gesagt, machst du das Intro und du wolltest nicht. Und das traue ich mich dann nicht. Ich traue mich dann immer erst nach zwei, drei Schluck Bier. Da wäre ich dann gesprächig. Ich gebe sehr oft zu. Du könntest ja mal vor dem Video schon zum Trinken beginnen. Na, lieber nicht, sonst werde ich zu gesprächig. Erstes, Emoji-Takedowns kursieren gerade im Netz. Ist dir etwas passiert dabei? Also ich habe einen Takedown bekommen, habe natürlich gedacht, das muss irgendwie falsch sein oder habe mich gewundert, weil ich normalerweise weiß, dass Emoji eine Marke ist oder Trademark, die man nicht verwenden darf und ich deswegen auch das immer, also noch nie verwendet habe, beziehungsweise wenn ich es in meinen Listings drin gehabt habe von meiner Listingsschreiberin, dann habe ich es rausgelöscht, aber scheinbar bei einem habe ich es übersehen. Habe Takedown-Notice heute gekriegt mit Hinweis auf diese Emoji-Trademark. Lustigerweise war das Shirt aber immer noch live und ich habe eben keine, normalerweise ist es dann removed wegen Content Policy. Mhm. Und dann habe ich schon die ersten, warte, ich muss da nur kurz meine Extensions abdrehen. Dann habe ich schon
die in den diversen Facebook-Gruppen gesehen, dass es da sehr viele Takedowns gegeben hat. Und dann aber auch bei sehr vielen Leuten die Emoji nicht im Titel oder nicht in den Bullet Points, nicht in den Texten stehen haben. Mhm. Wo jetzt halt so die Frage ist, ja, greifen aber die... Aber war es am Design, also war das Design für Emoji... also nein, es war halt ein Gesicht, ein selbstgezeichnetes Emoticon, so kann man es sagen. Okay. Ja. Und jetzt ist halt so die Frage, scheinbar wurden viele runtergenommen, wo Emoji wirklich nicht im Text steht. Mhm. Jetzt ist so die Frage vielleicht, dass bei den Leuten, die schon irgendwann einmal im Text Emoji drinstehen hatten und das im Nachhinein rausgelöscht haben, ob das jetzt irgendwie so gefiltert wurde, dass es ehemalige Emoji-Designs betroffen hat, man weiß es nicht. Das ist sogar das könnte, du hast recht, das könnte ja sein, weil ja der Ersttext, den du, also es ist ja alles noch im Merch gespeichert. Ja. Jedes Design, jedes, alles, was du jemals hochgeladen hast, jeden Text, den ist ja alles gespeichert. Deswegen sieht man ja auch im Produkt sehr häufig bei älteren Designs, mhm. wo man dann, was der über die Jahre dann damit ja. das Shirt rausgegeben haben, also die Produktbezeichnung und, sieht man im Produkt noch immer quasi den allerersten Titel von dem Design. Also, und das kann natürlich sein, dass sie da einfach mal drüber gefiltert haben, aber nicht gesagt haben, okay, bitte aktuellste Version, sondern einfach mal... Genau, das wäre natürlich schlimm, ja, weil das wäre ja sehr ungerechtfertigt eigentlich, also schon fast ein Bug, würde ich mal sagen. Ja. Oder die Alternative ist, dass halt wirklich Emoji, die Marke, hingeht und sagt, ja, wir lassen jetzt auch Dinge, wo Emoticon im Text steht, runternehmen, weil... die vielleicht irgendeine Grafik verwenden, die unseren Emoticons sehr ähnlich ist. Ja. Naja, was man natürlich nicht vergessen darf, ich weiß nicht, ob dir das schon in Gedanken gekommen ist, wie wir vor einigen Wochen über die Star Academy von Spreadshirt gesprochen haben, war ja auch das Thema, dass sie ja jetzt auch Brands, quasi Partnerschaften mit Brands haben, wo dann Designer mhm. was dafür machen können und ja deren erste Brand sein wird, mit der sie kooperieren, Emoji sein wird. Oder? Ja. Oder war es Smiley? Nein, Smiley, glaube ich. Nein, ich weiß auch nicht mehr. Aber ja, da war irgend sowas in die Richtung. War das sogar? War das naja, vielleicht wenn es Emoji jetzt wäre, dann wäre das natürlich schon interessant. Vielleicht hat Spreadshirt das alles angezettelt und lässt das alles runternehmen. Genau, dann würde dir wirklich das eine zum anderen führen. So, warte, ich schau kurz nach. Redest du geschwind? Ja. Also ja, eben wie gesagt, es könnte, also ich glaube, man muss ja immer schon vorsichtig sein mit diesen Emoticons, dass man jetzt nicht einfach das verwendet, was auf dem Handy bei WhatsApp zum Beispiel drinnen ist, ja, weil die Grafik hat man nicht selber gestaltet und dann kann das halt zu Copyright-Verstößen führen, aber einen selbstgezeichneten Smiley oder halt ein Emoticon sollte eigentlich keine Probleme machen. Und das ist halt jetzt so gerade diese große Aufregung in den Gruppen, auch in dieser Trademark Watchdogs Gruppe von Ken Reel. Der hat sich da, der dürfte auch einige Sachen runtergenommen bekommen haben und ja. Ist auch nicht wer sehr erfreut. Wer ist erfreuend. Der Ken Reel? Das musst du vielleicht kurz mal erklären. Wer ist der Ken Reel? Ein erfolgreicher Seller, der auch sehr in der ganzen Facebook Community sehr bekannt ist in den US-Gruppen und ja, halt eine wichtige Person, würde ich mal sagen. Er hat auch Connections zu Merch bei Amazon Mitarbeitern. Also wenn der sich über etwas aufregt, dann hat das schon irgendwie einen Grund. Und man wird jetzt sehen, was halt da dann rauskommt. Er glaubt halt einfach, dass Emoji halt ein Trademark-Bully geworden ist oder immer schon war, weil es halt schon gefährlich ja. war. Aber wenn die jetzt beginnen, halt Sachen runternehmen zu lassen, wo diese Trademark nicht drinsteht. Ja, dann wird es schwierig. Hast du schon herausgefunden? Also ganz ehrlich, ich werde wahrscheinlich nie ein Research-Video machen dürfen, weil jetzt wird sich jeder denken, der kann nicht einmal die einfachste Sache so stellen. ich weiß nicht, was ich jetzt die ganze Zeit gesucht habe. Na, Spreadshirt Emoji, wer passt nicht suchen, oder? Ja, aber da findest genau nämlich T-Shirts, die was auf Spreadshirt oben sind. Emoji, das ist ja das Problem.
Naja, es macht nichts. Unsere Ja. Hörer werden uns sagen, was Sache Genau. ist. Ich habe es schon gefunden. Was? Und die verkaufen Research-Base und sagen, dass man damit super schnell einen Ja, Research es ist machen kann. Smiley. Ist Smiley Scheiße, Ja. okay. Also nächstes Mal suche ich es. Der erste Lizenzpartner Smiley ist schon bekannt, quasi. Okay. Ja, dann muss ich nächstes Mal quasi reden und du suchst, dann dauert das nicht so lange dann. Also das war jetzt ein Rohrkrepierer meinerseits. Aber sonst habe ich schon guten Research, wenn ich ihn mache. Das werden wir uns mal anschauen dann gemeinsam. Ja. Ja, okay, dann gehen wir doch zum nächsten Thema. Wir haben letzte Folge schon erwähnt, dass es dieses schönes, das schöne Produkte-Update gibt, dass die neuesten Sales direkt oder die ersten Sales von Produkten direkt angezeigt werden in der App. Und jetzt, Ja. da haben wir noch gemeint, das wäre ja auch schön, wenn man es in der Extension am Desktop auch sieht. Ja. Und Meister Produkte aka Timo hat uns dann gleich darauf hingewiesen, dass es das schon gibt. Ob das jetzt nach uns oder vor uns eingebaut wurde, weiß ich nicht. Also nachdem wir uns Na, das aufgeschrieben ist vor uns, haben. Du glaub meinst, uns. es Ja. wurde schon vor uns. Ich habe es halt jetzt erst entdeckt. Man muss quasi bei den Daily Sales oder bei Today's Sales gibt es ein Einstellungen, Zahnrad und da kann man auf Additional Details oder auf Advanced irgendwas Extended Extended Statistics. Statistics schalten. Dann sieht man es auch am Desktop bei den Daily Sales oder bei Yesterday's Sales. Ja. Finde ich sehr cool. Mich freut das immer am meisten, wenn ich ein Shirt oder ein Design zum ersten Mal verkaufe, weil das zeigt, okay, Ja. es hat Potenzial und wird sich in Zukunft hoffentlich auch nochmal verkaufen. Na, ich finde das ganz wichtig, dass man solche Sachen auch verfolgt, einfach nur um zu wissen, okay, es zahlt sich aus, alle Produkte anzuhaken, es zahlt sich aus, mehrere Sachen hochzuladen, dass man wirklich sicher hat, man jetzt, könnte man jetzt sagen, ja, aber du siehst ja eh, ob etwas erst einen Sale hatte oder nicht. Aber dieses explizite Herausheben und dann natürlich das auch statistisch sich ansehen zu können im jetzigen Monat oder im vergangenen Monat, wie viele neue Sachen haben sich verkauft, wo du dann merkst, okay, es zahlt sich aus, das, was ich hochlade. Es werden ständig neue Produkte werden verkauft und das finde ich wichtig. Ja. Da geht's, das sind so Kleinigkeiten, finde ich, was man soll nicht immer nur auf, hey, wie viele Sales hat man, wie viel hast du eingenommen, sondern genau sowas auch, so die kleinen Stellschrauben. Ja. Ja, schöne Statistik. Eben, das sind so Zahlen, Ja. die sind interessant und können sehr motivierend sein, glaube ich. Ich schaue immer wieder gern so ein bisschen durch, was sind jetzt wirklich die diversen Statistiken. Zum Beispiel gibt es ja auch die Statistik der Returns und die war jetzt teilweise bei mir, glaube ich, in den USA recht hoch. Und das hat vielleicht was mit unserem nächsten Thema zu tun. Das ist ein schöner Übergang gewesen. Ja, perfekt. Und zwar Qualität, würde ich jetzt einmal sagen, ist jetzt wieder mal nicht so gut bei Merch bei Amazon. Warum ist mir das aufgefallen? Weil ich doch jetzt einige Ein-Sterne-Reviews bekommen habe, aber egal was für ein Marktplatz. Also ich kann es jetzt nicht sagen, das ist nur in den USA, sondern es ist wirklich around the globe. Dass ich Ein-Sterne-Bewertungen bekommen habe, wo bemängelt wurde, Nummer eins, entweder zu groß oder zu klein. Also die Größen dürften anscheinend momentan gar nicht irgendwie zusammenpassen. Dann, dass Nähte aufgerissen sind, wo ich auch Fotos in den Reviews drinnen habe. Also wirklich so richtig so da unter den Achseln quasi dann das sofort aufgerissen ist, wenn man es erste Mal anzieht und das darf nicht passieren. Aber was mich wundert, weil ich habe ja einige Merch bei Amazon Sachen von mir zu Hause und da hatte ich eigentlich nie so wirklich das Problem, dass ich sage, die Qualität ist nicht gut. Vielleicht, dass einmal der Druck ein bisschen schlechter geworden ist, aber die Qualität vom T-Shirt war bis jetzt immer gut. Dann war natürlich noch das Thema Popsockets, kommt auch immer wieder auf. Sie haben ja irgendwann einmal, haben sie das geändert von diesem Aufziehmechanismus, was man, also nicht aufzieht, sondern diesem Sticker, oder? was? Sticker, oder halt so, dass es wirklich Nein, mit nein, nein, Klebstoff klebt, oder nein, was? nein, nein, es gibt Ach so, früher dass was man von, runternehmen kann, quasi, genau, man kann ihn jetzt, runterdrehen, ja? genau, und dass das sehr oft jetzt schon bricht.
Ah, Also okay, da na, habe ich da habe schon ich noch nichts. einige Reviews bekommen, mit Videos sogar, wo du dann denkst, super, Echt? das Produkt kannst abschreiben, Hey. das kauft da keiner mehr. Aber ja, da frage ich mich jetzt schon, muss das sein? Also muss das wirklich sein? Warum ist immer so alle paar Monate irgendwie so mal, also vermutlich ist das jetzt eh schon kein Thema mehr, weil die Reviews ja immer später kommen. Ja? Aber warum ist das immer alle paar Monate? Warum, vor allem wenn du dann die, so, und die ersten ein, zwei Reviews so eine Review sind, kann es sein, dass das natürlich das Produkt für dich hat Ja. sich erledigt. Wenn es so eine gravierende Sache ist, wenn jetzt einer schreibt, hey, hat mir nicht gefallen, ein Sterne oder ist zu spät angekommen, ein Stern, dann ist das egal, dann kauft es der nächste schon. Aber wenn jemand schon explizit schreibt, da schon her, die Naht gerissen, oder nach dem ersten Waschen eingelaufen oder der Druck sofort abgegangen nach dem ersten Mal, dann kannst du es mehr oder weniger fast schon vergessen. Obwohl, ich würde es deswegen nicht löschen. Ja, eh. Meistens, Who also es knows? ist echt, diese Ja, aber negativen schade. Reviews. Ich habe jetzt Schade. nicht wirklich gespürt, dass jetzt mehr negative sind. Hast du gefühlt mehr negative als positive oder schon noch? Weil ich glaube, ich habe jetzt schon mehr positive als Ja, da negative. muss Aber na, natürlich ab und zu ist ein negatives dabei. man muss halt da schon aufpassen. Es gibt ja die Reviews, wo man nur Sterne vergibt. Ja. Die muss man sich ja dann anschauen. Und es gibt Reviews, wo jemand etwas dazu schreibt. Man muss da beides anschauen, weil es kommen ja ständig Reviews dazu, wo jemand wirklich nur Sterne vergibt. Und die fallen dir ja dann nicht so auf. Weil dann Ja. schaust du dann mal wieder, weil du hast ja die Übersicht beim Produkt, wie viele Reviews hattest du bis jetzt? Und das steigt ständig, obwohl keine Reviews unter den mit Ja, Kommentaren natürlich. angezeigt wird. Also da Kommentare kriegst du kommen dann, ja nur recht selten im aber Vergleich zu den normalen genau, Sternen-Reviews. und also ich muss schon sagen, also die 5-Sterne- und 4-Sterne-Reviews überwiegen schon noch. Aber eine 1-Sterne, also du kannst 5 5-Sterne haben, aber wenn du so eine vernichtende 1-Sterne-Bewertung hast, ist das natürlich blöd. Vor allem, wenn es vielleicht sogar dein erstes Review ist. Ja, ich habe jetzt auch eben gerade ein Kindershirt wieder mal gehabt, wo es dann steht, ja, zwei Größen zu klein, also so ganz blöd, was wir vor 2 Jahren oder so da waren, da hat es diese Kinder-T-Shirt-Probleme gegeben, wo Genau. einfach die Größen komplett falsch waren, was sie ja eigentlich mittlerweile in den Griff bekommen haben, aber jetzt habe ich dann wieder mal so ein Review gekriegt mit einem Stern und das Ding verkauft sich aber trotzdem noch gut, also es ist. Ja, auch negative Bewertungen müssen nicht unbedingt ein Produkt kaputt machen. Ja. Also ich habe mich Ja. zuerst sehr geärgert, aber es verkauft sich immer noch sehr gut. Das ist jetzt gerade einer meiner besten Seller und mal schauen. Und Es ich hat habe vor auch. kurzem eine Bewertung bekommen, da hat eine mir eine Ein-Sterne-Bewertung gegeben. Sie hat einen witzigen Spruch zum Thema, was wird das sein, Programmierer, keine Ahnung, hat sie gekauft und wollte es jemandem schenken, der hat das aber negativ aufgefasst, weil dieser Spruch so ausgelegt war, mehr oder weniger, hey, du bist schlecht in deinem Job, wenn du das und das machst. Und für sie war das witzig, hat das gekauft, derjenige war angefressen, weil sie ihm das geschenkt hat, jetzt hat es mir 1 Sterne gegeben. Na wirklich. Das ist gescheit, ja. Ja, sowas verstehe ich halt dann nicht. Das ist echt ärgerlich, ja. Ja. Aber das ist halt komplett unlogisch, weil, naja. Auf Englisch schrieben, so quasi, ja, ich habe mir gedacht, das ist witzig und hin und her, aber wer kann das schon wissen? Und dann zack, bam, schlechte Bewertung. Und es Ja. war wahrscheinlich auch wirklich lustig und der Idiot hat Ja. sich einfach, ich weiß nicht, der hat es nicht Ey, verstanden, hat keinen Humor. das kann natürlich auch sein. Gerade Ja. Programmierer, da gibt es schon welche, also jetzt nichts gegen Timo, aber ich habe schon Programmierer kennengelernt früher in den Firmen. Das war wirklich die Punkt 9 Uhr auf die Toilette gehen. 9:30 dann irgendwie so einen Kaffee trinken, jeden Tag, was der kein Wort zu viel reden oder so. Also da ist ja, das ist schon teilweise, früher war das Ja. schlimm. Ja, nein, nichts. Ja, das ist ja was, ist ja so stylisch, mehr oder weniger, aber das war nicht so richtige, Naja. ja, schon. Ist ein Kompliment, Nerd, oder was? Ja, heutzutage schon. Bist du ja schon fast cool. So, was haben wir da? Ach so, Merch Dashboard News. Die haben wir ja schon im Intro angesprochen. Die kann man ja eigentlich
Ja, also ihr könnt euch darauf einstellen, wenn wir etwas hochladen und es ist davor eine Dashboard-News gekommen, ist komplett egal, ja, dann braucht man das nicht. Wenn aber eine Dashboard-News kommt, nachdem wir was hochgeladen haben, dann ist es immer was Gutes. Das heißt, falls jetzt morgen eine Dashboard-News kommt und die, was wir jetzt gehabt haben, schlecht. Ja, unnötige News. Es gibt im Endeffekt gibt es die Templates der Produkte jetzt auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch. Diese Photoshop-Vorlagen bzw. Illustrator-Vorlagen hat man jetzt übersetzt und da heißen jetzt wahrscheinlich die Ebenen oder die diversen Texte, die auf den Ebenen eingeblendet sind, sind halt übersetzt worden. Und, ja. Eine sehr bescheidene News-Meldung und für uns aber ganz lustig, weil wir haben jetzt ja unlängst wieder ein kleines Research Base Update rausgehauen und da haben wir. Jetzt redet er schon wieder von Research Base. Naja, ich habe das halt jetzt damit verglichen, weil da auf das letzte Video ein Zuhörer oder Seher gesagt hat, ja, warum schicken wir diesen Newsletter auf Englisch raus und nicht auf Deutsch, wenn wir doch einen deutschen Kanal haben. Und ja. Verstehe ich auch sehr gut. Und das war natürlich auch unser erster Gedanke. Machen wir es auf Deutsch oder nicht? Und dann haben wir halt gesehen, dass bei den Merch Research früher einfach schon auch sehr viele englischsprachige oder halt zumindest außereuropäische Zugriffe waren, wo wir halt annehmen, dass die kein Deutsch verstehen. Und dann haben wir uns halt entschieden, dass wir das auf Englisch machen. Und am liebsten wäre es mir natürlich gewesen, dass man es zweisprachig macht. Aber man muss da wirklich bedenken, dass das sehr viel Arbeit ist. Man muss wirklich dann alles zweisprachig machen und jeder Newsletter, den man rausschickt, ist dann wieder doppelt so viel Arbeit eigentlich und deswegen haben wir jetzt mal gesagt, wir machen es auf Englisch und ich bin der Meinung, dass einfach die meisten Deutschsprachigen auch Englisch verstehen und umgekehrt ist es einfach nicht so, ja, die Leute, die Englisch oder eine andere Sprache sprechen, können die meisten kein Deutsch und deswegen haben wir uns so entschieden und ja, in Zukunft wäre es man muss auch dazu sagen, der Podcast Talk on Demand hat eigentlich nichts mit Research Base zu tun. Das sind zwei unterschiedliche Projekte. Natürlich sind dieselben Leute dafür verantwortlich und wir machen natürlich auch auf unserem Kanal dafür Werbung und sagen euch die Updates und alles. Aber im Endeffekt ist es ein völliger anderes Projekt. Und das Projekt war schon immer international angelegt und wie ich dem Kommentator dann auch geschrieben habe, die Hälfte unserer registrierten, das sind ja dann eigentlich noch mehr, die Hälfte unserer registrierten Research-Base-Nutzer sind nicht deutschsprachig. Und das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen ist für uns halt Englisch da die erste Wahl, weil wir natürlich auch die Möglichkeit allen anderen geben möchten, das Tool zu benutzen. Und wir würden gerne, wie der Tobi schon gesagt hat, das zweisprachig machen, die Option einbauen, dass man da umstellen kann. Aber das ist so viel zusätzliche Arbeit, wo wir ja Zeit verlieren, Nummer eins, in unser eigenes T-Shirt-Business, das wir investieren können. Nummer zwei sind Updates für Research Base an sich, die Zeit, die wir dann da verlieren. Und ganz ehrlich, ihr braucht es nicht glauben, dass jetzt Research Base so finanziell super ist, dass wir da sagen können, ach, das T-Shirt-Business, das lassen wir jetzt hinten an. Research Base, das trägt das Ganze. Nein, so ist das nicht. Das ist noch alles im Aufbau. Und es wird sicher über kurz oder lang mal passieren, aber also, sagen wir mal, dieses Jahr vermutlich nicht. Ja, also es steht auf der To-Do-Liste, aber wir haben viele andere Ideen, die wir lieber einbauen würden. Und genau. Das wird mich sehr interessieren. Die auch Mehrwert haben für uns und für euch auch. Cool, besser machen, ja. Ich bin halt eben der Meinung, dass hoffentlich die meisten von euch, die jetzt Deutsch sprechen, dass ihr auch Englisch versteht, zumindest in so einem Umfang, damit dass ihr diese Newsletter dann versteht und halt auch sinnvoll mitnehmen könnt. Und da möchte ich auch dazu sagen, es heißt immer, investiert in euch selber und wenn ihr der englischen Sprache nicht so gut mächtig seid, kann ich euch nur empfehlen, dass ihr auch vielleicht euer Englisch ein bisschen auffrischt. Ja, es muss jetzt nicht perfekt sein, aber ein bisschen auffrischt, weil ihr sonst Nachteile im T-Shirt-Business haben werdet. Ihr werdet News, ihr werdet gewisse Kanäle vielleicht gar nicht mitbekommen. Ihr werdet immer Zweiter sein bei manchen Sachen, weil ihr
das einmal nicht mitbekommt. Wie war das bei uns früher? Es hat keine deutschen YouTube-Kanäle gegeben. Du hast dir, wenn du etwas erfahren wolltest über das Business, hast du dir englischsprachige Podcasts, Videos etc. anschauen müssen und teilweise aber auch von irgendwelchen US-amerikanischen. Von manchen Leuten aus Indien. Von manchen Leuten aus Indien, die nur schlechtes Englisch gesprochen haben als ich. Ja. Aber du hast was gelernt. Und da kann ich euch wirklich nur empfehlen, das ist nicht böse gemeint, sonst irgendwas, schaut, dass ihr im Bereich Englisch da auf einem anderen Level, auch wenn es jetzt mba.de gibt oder sonst irgendwas. Aber ihr werdet immer den Kürzeren ziehen in Zukunft. Oder schon immer eigentlich im E-Commerce. Wenn ihr euch englische Sprache nicht aneignet, zumindest, dass ihr es lesen und verstehen könnt. Genau. Also ja, trotzdem danke fürs Feedback natürlich. Und wie gesagt, wir schauen und sind uns vollkommen bewusst, dass es am besten wäre, wenn wir es in beiden Sprachen anbieten. Aber das kommt noch später irgendwann einmal. Und es gibt Wichtigeres, glaube ich. Lasst uns vielleicht in den Kommentaren eine kurze Nachricht. Ist es für euch ganz egal, ob Deutsch oder Englisch, oder ist es für euch sehr wichtig, dass es Deutsch gibt? Oder sagt ihr, ja, es wäre ganz nett, aber konzentriert euch lieber auf technische Updates oder auf Funktionen, auf neue und das. Und natürlich wäre es dann auch so, dass wir etwas einbauen müssen, wo es ihr dann angebt, welche Sprache ihr bevorzugt, damit wir dann eben Newsletter etc. in Deutsch oder in Englisch zu euch schicken. Das heißt, es ist dann wieder eine Information, die ihr uns geben müsst. Das muss euch dann auch bewusst sein, weil wir können das aus eurer E-Mail-Adresse oder euren Namen nicht rauslesen, welcher Nationalität ihr angehörig seid. Weil es gibt genauso einen Mehmet234@gmail.com aus Marokko wie aus Deutschland oder Österreich. Und man kann das auch nicht jetzt aufs Land oder so, weil er aus Deutschland zugreift, kann genauso ein englischsprachiger Mensch sein. Deswegen, man muss dann abfragen. Aber das soll ja auch kein Problem sein. Ja, dann fragt man es halt ab und Standardsprache ist vermutlich weiterhin Englisch. Genau, vielleicht ist er ja ein, weiß ich nicht, Soldat in Rammstein. Ja, oder irgendwas. Egal, wir werden das schon noch schön hinbekommen. Ich würde sagen, wir gehen zu unserem nächsten Thema. Ich mache gleich mal weiter. Bühne frei für Tobi, seine News. Nein, ich wollte noch kurz eine kleine Anekdote, eine andere ansprechen, weil Affinity Photo, die haben gerade wieder ein großes Update rausgebracht und da gibt es wieder so Artikel bzw. News, dass jetzt Photoshop komplett überflüssig ist und das... Ja. Hat mich dann sehr geärgert, weil ich gerade vor ein paar Wochen unabsichtlich mein Jahresabo-Verlängerung von der Creative Cloud von Adobe quasi verlängert habe, obwohl ich eigentlich sehr gerne wieder storniert hätte und geschaut hätte, ich probiere jetzt mal meine ganzen Workflow. Was hat sich jetzt verändert, dass jetzt plötzlich Photoshop nichtig wäre? Ich werde den Artikel kopieren. Es sind diverse Funktionen, wo das alles deutlich schneller macht. Und ich weiß es nicht, weil ich es eben selber nicht probiert habe. Ja, mir geht es eher darum, dass ich mich geärgert habe, dass Photoshop und das Adobe einfach einen so in der Abo-Falle drin hat, dass man, wenn ich jetzt stornieren würde, ich habe scheinbar eben ein Jahresabo, das sich automatisch jedes Jahr verlängert. Wenn ich jetzt stornieren würde, müsste ich 350 Euro zahlen. Dafür, dass es übermorgen endet, mein Abo, ja. Oh, weil ich in dieser Abo-Falle gefangen bin. Und ich halt ein Jahresabo habe und das 50 Euro im Monat kostet und das ärgert mich eigentlich sehr. Auch wenn die Produkte natürlich Oberklasse sind, super Produkte sind, jedes einzelne davon und ich verwende einige davon. Deswegen kann ich es schon wieder rechtfertigen, weil ich es auch für meine Webdesign, Webdevelopment-Geschichte verwende. Ja. Trotzdem würde ich gern von diesem Bezahlmodell weg, aber so ist es halt jetzt. Jetzt bin ich noch ein Jahr dort. Und wenn dir Adobe jetzt einen Lifetime-Deal anbieten würde? Naja, dann würde ich ihn kaufen. Aber das so war es früher, ja. Software war halt einfach dann. Ja. Altes Produkt gehabt, ja. Aber Adobe wird es nicht mehr geben als Lifetime-Deal. Ich muss aber trotzdem eines sagen, sicher 50 Euro sind 50 Euro und vor 2-3 Jahren war das für mich auch viel Geld. Ja, da habe ich halt damals nur Photoshop
mir monatlich gegönnt. Aber jetzt muss ich, und ich verstehe es ja jeden, der neu anfängt, ich würde sowieso jeden, der mit dem T-Shirt-Business nichts zu tun hat und auch mit Grafikprogrammen, kauft der Affinity Designer, lern dir alles dort an und Beste, was du machen kannst. Wenn du aber schon in dem ganzen Adobe-Prozess drinnen bist, dann habe ich jetzt mittlerweile kein Problem, diese, bei mir sind es noch keine 50 Euro für die Adobe Cloud, sondern ich bin nur in dieser 35 Euro Range drinnen. Ich habe kein Problem damit, das zu bezahlen, weil das ist mein tägliches Werkzeug. Ich benutze Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere und glaube ich noch ein oder zwei andere Sachen. Und das ist mir das wert und es ist trotzdem Firmenausgabe. Ja, würde ich das jetzt als hobbymäßig irgendwie privat alles bezahlen müssen, okay, würde ich mir es auch anders überlegen. Aber da das ja Firmenausgabe ist, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Ja, eh. Aber es sind halt, ich denke mir einfach, ich hätte es gerne wieder mal ausprobiert. Ich habe das letztes Jahr schon gemacht, dass ich dann eben ein paar Wochen oder Monate Affinity benutzt habe und dann halt irgendwie gesagt habe, okay, ich möchte doch wieder zurück zu Photoshop und Adobe, weil ich es einfach so gewöhnt bin und für mich. Naja, aber du kannst es ja auch anders machen. Du kannst die jetzt wieder, du hast von Affinity ja alle Programme, lade die am Computer rauf, verwende sie einfach einmal und wenn du merkst, ja, okay, aber das mache ich nicht, solange ich den Zugriff auf die Adobe-Produkte habe. Ja, jetzt habe ich sie, habe ich ihn ja noch. Das hätte ich dann gemacht, wenn ich keinen Zugriff mehr habe, weil dann muss ich es machen und dann sehe ich, dann kann ich sagen, okay, mittlerweile kann es wirklich mithalten oder ich muss mich halt umlernen und das ist kein Problem, weil eine Umlernphase natürlich muss es geben und da hätte ich kein Problem damit gehabt. Jetzt, du ladest dir Photoshop CS2, glaube ich, ist das, bekommt man ja gratis von Adobe. Aber das hätte ich alles machen können, bevor sich dieses Abo wieder verlängert hätte. Ja. Früher hat es wenigstens diesen Trick gegeben, wenn man storniert das Cloud-Abo, dass du dann 2 oder 3 Monate gratis kriegst. Das habe ich jetzt natürlich auch wieder probiert, aber das greift bei mir scheinbar nicht mehr. Die kennen schon deine Tricks. Ja. Ja. Aber ja, nein, ich finde einfach, dass wenn jemand früher raus will oder wenn, ich weiß nicht, ich kann jetzt scheinbar auch nicht stornieren und sagen, hey, nächstes Jahr verlängert es bitte nicht. Ich kann jetzt stornieren und dann muss ich 350 Euro Strafe zahlen quasi. Ja. Oder ich möchte einfach zumindest sagen können, hey, ja, nächstes Jahr möchte ich es lieber mal stornieren und wenn es mir taugt, dann kann ich es immer noch verlängern. Ja. Egal. Gehen wir zu schöneren Themen, zu wichtigeren Themen. Und zwar die wichtigen News, die das Print-on-Demand-Business verändern werden in Zukunft. Jetzt bin ich gespannt. Also so müssen wir einen Wirbel müssen wir machen. Kornit, der schöne Print-on-Demand-Druckeranbieter, der diese Riesenmaschinen macht um hunderttausende Euro oder weiß ich nicht, wie viele Dollar das kostet, die von Spreadshirt, von Shirty, von Merch bei Amazon verwendet werden. Die haben wieder mal waren einkaufen und haben eine große Firma gekauft und zwar namens Voxel 8. Okay. Und die dürften spezialisiert sein auf diverse Drucktechnologien, wo man eigentlich so gut wie alles bedrucken kann und auch so 3D-Druckdinge und wo ich mir halt denke, das könnte enorm viele neue Produkte bedeuten, wenn jetzt Kornit, dieser größte Anbieter von den großen Druckmaschinen, so eine Firma kauft, könnte dann plötzlich sein, dass Spreadshirt oder eben Merch bei Amazon sich ein paar hundert von diesen Riesenmaschinen kauft und sagt, na gut, jetzt können wir eigentlich so gut wie jedes Produkt bedrucken. Ja, und dann plötzlich kommt bei Merch bei Amazon nicht nur ein Produkt alle paar Monate dazu, sondern eine ganze Produktpalette, wo dann einfach deine Designs verwendet werden können auf 50, auf 100 verschiedenen Produkten. Und das ist einfach für mich so eine riesen Möglichkeit, wenn man in die Zukunft schaut, jetzt wahrscheinlich nicht 1-2 Jahre entfernt von heute, aber 5 bis 10 Jahre entfernt von heute und plötzlich kannst du auf Amazon von Mauspad bis Schuhen bis Duschvorhängen jedes Produkt mit deinen Designs verkaufen, was man sich nur so denken kann.
Und das ist für mich immer ein cooler Gedanke, weil dann dieses Investment, was wir jetzt machen in diese paar T-Shirt-Designs, auf lange Sicht sich natürlich noch viel mehr rentieren könnte. Und auch wenn wir uns jetzt vielleicht teilweise ärgern, dass die Sales gerade nicht so gut sind, wenn man dann sieht, okay, wer weiß, was in 5 bis 10 Jahren dann damit noch möglich sein wird. Schau, du musst ja trotzdem eines überlegen. Würde jetzt Amazon, sagen wir mal, Handyhüllen, Kissen, Totebags auf allen Marktplätzen anbieten, vielleicht noch die Marktplätze Mexiko und Kanada dazugeben und ich würde kein einziges Design mehr hochladen, würde ich nur durch Freischalten dieser ganzen Produkte auf diesen Marktplätzen, würde ich locker 30% mehr Gewinn machen als jetzt, oder mehr Umsatz machen als jetzt. Hoffentlich. Einfach nur, weil ich mehr Produkte, mehr Marktplätze, und das darf man nicht unterschätzen. Dass du jetzt wirklich, weil du vorher von dem Investment gesprochen hast, von den Designs, ja, das ist alles super, wenn ihr da jeden Tag euer 50 Designs hochladet oder sonst irgendwas, aber man muss da nicht immer Vollgas geben, sondern es reicht auch, wenn jetzt Amazon ist, würde ich mir zum Beispiel wünschen, vor diesem Q4, dass sie zumindest die Handyhüllen noch für Europa freigeben. Ja. Weil das ist ja ein ideales Weihnachtsgeschenk. Und das braucht jetzt auch, bis natürlich das Ganze wieder anläuft, etc. Aber das würde man schon wünschen. Also Kissen, Totebags und die Handyhüllen, wenn sie das jetzt für dieses Q4 noch freischalten würden, das wäre ideal. Es wäre jetzt natürlich lustig, wenn jetzt wirklich dann noch morgen Upload die Dashboard News. Ja, und dann so, wow, die zwei schauen in die Glaskugel und sind einfach die Besten. Na, aber das würde ich mir auf jeden Fall wünschen für diese Weihnachten. Ich brauche gar keinen neuen Marktplatz momentan. Die sollen mal schauen, dass das jetzt alles funktioniert mit den Lieferketten etc. Aber Handyhüllen und die anderen Sachen für Europa wäre schon nice. Ja, mir wäre schon natürlich ein neuer Marktplatz eigentlich lieber. Wenn man jetzt aber nicht jetzt momentan, wenn sie nicht einmal teilweise richtig die ganzen Größen verfügbar haben. Ja. Aber ich denke, es wird noch was kommen vor Weihnachten. Ja, und diese News, ich weiß nicht, schaut euch mal die Website von denen an. Ja, ich meine, da hast du dann eben so Sachen dabei wie ganzen Sporttrikots und Wearables und was haben sie da als Beispiel? Sitzbezüge für Autos und solche Sachen. Also die Palette ist einfach riesig, was man damit bedrucken kann, mit diesen Maschinen scheinbar, die dann anbieten. Und das habe ich einfach sehr interessant gefunden, ja. Und wenn man ja sieht, was jetzt schon bei Spreadshirt oder Shirty bedruckt werden kann, alles, dann kann man sich da mal... Wie gut, dass dort immer diese, diese Türmatten... Ja, eben, und die verkauft man gut, recht gut eigentlich dort. Ja. Ja. Und stell dir vor, jetzt hast du plötzlich da und kannst alle deine Designs oder zumindest die meisten deiner Designs plötzlich auf 20 verschiedenen Produkten anbieten. Oder halt bei T-Shirts, ja, nicht nur 2 verschiedene Arten oder 3, 4, die wir jetzt haben, sondern dann 20 verschiedene in verschiedensten Qualitäten und Bio oder nicht. Und ja, da kommt sicher noch einiges. Und ich glaube eben, Amazon weiß jetzt mittlerweile das zu schätzen, nämlich diese Sache, dass sie dieser Lageraufwand, der wegfällt bei Print on Demand, ja, wenn du nicht jede Größe, stell dir vor, du musst jede Größe, jedes Design in jeder Farbe x-mal lagernd haben und das fällt alles bedruckt, weg dann plötzlich. Bedruckt lagernd haben, fertig lagernd haben und das fällt alles weg und plötzlich kannst du alles einfach vor Ort, nämlich, das kommt ja dann noch dazu, in dem Land, wo es bestellt wurde, wird das dann produziert oder beziehungsweise bedruckt, was das dann wieder an Lieferwegen spart. Ja. Und deswegen glaube ich, dass die das sehr, ja, dass da enormes Potenzial besteht, das wird noch schön werden. Wir werden uns alle wundern. Deswegen ist es schön, dass wir jetzt dabei sind und wahrscheinlich ist es jetzt immer noch recht früh, bei Merch bei Amazon einzusteigen. Auch wenn es für uns jetzt oft so vorkommt, ja, es ist doch total überladen und es gibt schon alles 1000-mal. Das ist aber nur, wenn wir uns in dieser Bubble befinden seit Jahren. Ja. Genau. Aber im Endeffekt kennt das keiner. Geh raus und die ersten 3 Leute, die du triffst, fragst du, ob sie schon mal was gehört haben davon, dass man mit T-Shirts sich selbstständig machen kann und davon auch gut leben kann. Sagt jeder wahrscheinlich, nein.
Das ja. kennen wir ja, die Diskussionen, wo man belächelt wird, wenn man davon genau. anfängt. Ja. Ja. Aber bist wenn man du, da, halt bist du dann das erste Mal die Geldbörse rausholst? Wenn man dann sagt, ja, oder so wie wenn ich halt jetzt am Wochenende da war, am Berg oben und den ganzen Tag Urlaub gemacht habe und dann sieht man halt am Abend, dass es doch einen Haufen an Sales gegeben hat und die Leute wundern sich, boah, doch nicht so schlecht vielleicht eigentlich, ja. Ja. Was natürlich nicht heißt, dass es keine Arbeit ist. Es ist viel Arbeit, aber es kann jeder so das viel machen, ja wie er will. Das sieht ja auch keiner, wenn du um 11 Uhr am Abend dann noch vorm Rechner sitzt und hochladest eben. Oder hochladen lässt, dann ja, egal. Hey, wir haben schon 40 Minuten. Wir müssen yes, aufhören. Es ist schon wieder heiß. Ich muss das Fenster öffnen. Gut. Na, ich hoffe, es hat euch gefallen mit uns. Lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da vor allem. Wir haben... Und natürlich ein Kommentar für den Algo. Wir wollen einmal 2500 Abonnenten haben. Das ist ja ein Trauerspiel. Ja, was also die Leute, ganz ehrlich, jeder, der sich das anschaut und uns nicht abonniert hat, schämt euch. So schlimm kann es doch nicht ja. sein. Und, uns danke, nicht und danke für den Merch Whisper, der uns im neuesten Video erwähnt hat, weil er das Interview beim Road to T-Shirt Millionär gesehen hat. Und gesagt hat, dass wir gar nicht so viel Blödsinn reden. Also, was? Na, das muss ich mir noch anschauen, das Video. Ja, okay. Also, wir sehen uns. Servus. Ciao. Servus.